Niemals darf man dran ziehen oder den Hund unter Zwang dazu zu bringen, zum Menschen zu kommen. Er soll nur lediglich die Richtung spüren, wohin der Weg denn führen soll. Der Hund muss hier die entscheidenden Schritte selber ausführen. Unter Zwang hätte ich nichts gewonnen und er würde in Zukunft noch größere Probleme mit fremden Menschen haben. Mein Job ist an dieser Stelle erstmal, ihm die Rahmenbedingungen zu schaffen. Das bedeutet, dass er nicht mehr flüchten kann. Was ich an Leine bekomme, sammle ich für mich ein. Wenn der Hund nun hier Körperkontakt aufgebaut hat, kann ich ihn anfassen, denn er hat die Entscheidung getroffen, zu mir zu kommen. Selbst bei aggressiven Hunden wäre Anfassen jetzt möglich, da der Hund den Weg zu mir gegangen ist und ich ihn nicht gezwungen habe. Ich werde nun neu ansetzen, um diese Lernschritte. Für einen Hund, der bisher